Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute begrüße ich euch zum vierten Tag unseres Ausflugs nach Auffach in Tirol. Da es heute den ganzen Tag regnen soll, machen wir uns heute auf einen Ausflug zu verschiedenen Schaukäsereien in der Umgebung. Den Anfang macht die Schaukäserei Kaasspatzl in Kirchberg in Tirol. Die Kühe grasen hier direkt vor dem Haus und um das ganze Gelände herum und die Milch wird in der Kaasspatzl Schaukäserei direkt verarbeitet. Die Spezialität des Hauses ist die dort gemachte Almbutter. Doch es gibt auch verschiedene andere Käsesorten bis hin zu Rauchfleisch und Wurstprodukten aus der Gegend. Der zweite Stopp ist die Tiroler Schaukäserei Wilder Kaiser. Hier gibt es eine riesige Auswahl an heimischen Produkten, von Honig über Marmelade bis hin zu Nudeln und was das Herz nicht alles noch begehrt. Angelegten Schaubereich kann man sich nicht nur Filme übers Käsemachen anschauen, man kann auch dem Käse beim Reifen zusehen und durch die große Glaswand dem Käsemeister dabei zuschauen, wie er den Käse herstellt. Natürlich gibt es auch hier wieder eine Menge an Fleisch- und Wurstwaren. Auch wenn wir die großen Almabtriebe verpasst haben, kommt es doch immer wieder zu kleinen Abtrieben, in die man dann als Autofahrer wunderschön hineinfahren kann und damit live mittendrin ist. Als der Regen eine Pause eingelegt hat, haben wir dann einen kleinen Stopp eingelegt, und zwar am Schwarzsee in Kitzbühel.
den hier lebenden Riesenkarpfen scheint das Wasser im Moorsee wohl recht gut zu bekommen. Das Wasser hat im Schwarzsee eine sehr dunkle Farbe, was am direkt angrenzenden Moor liegt. Um den Schwarzsee herum führt ein wunderschöner Wanderweg. Viele Bänke entlang des Wegs laden zum Sitzen und Genießen ein. Auf dem Heimweg gab es wieder ein paar Kuhabtriebe. Und leider auch wieder eine Menge Regen. Den Abschluss unseres kleinen Wandertags gab es dann natürlich wieder in der Sauna und abends im Restaurant. Ich hoffe, der vierte Tag hat euch auch gefallen und ihr schaltet wieder rein zum letzten Tag unseres Ausflugs demnächst auf meinem Kanal. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss.